ein weites Feld, das war mir am Anfang auch nicht bewusst, als ich zur Koordinatorin der Kanzlerin ernannt worden bin, aber inzwischen macht mir die Aufgabe unwahrscheinlich viel Freude. Ich habe mit dem Verteidigungsministerium zu tun, wo es um die Fregatten und die U-Boote geht, dann Verkehrsministerium, dort hauptsächlich Häfen, die Schifffahrtsunternehmen, die Reeder. Ja, dann kommen wir zu meinem eigenen Ministerium, wo der Schiffbau, die Werften angesiedelt sind und die Meerestechnologie. Und die Meerestechnologie ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Feld geworden, wo ich mich wirklich sehr, sehr engagiere und auch gerne engagiere, weil es ein Zukunftsprojekt auch ist. Hier geht es um mineralische Rohstoffe aus dem Meer, Gewinnung von Gas und aus dem Meer und hier die Technologie dafür zu entwickeln. Also ich arbeite momentan an einem nationalen Masterplan hier. Aber auch Bayern hat etwas zu tun mit einer maritimen Koordination. Das ist meistens nicht bewusst. Meistens wird geschmunzelt in Bayern, wenn es heißt, ich bin maritime Koordinatorin. Aber die wenigsten wissen, dass 40% der Schiffbauzulieferer aus Bayern kommen. Und ein Schiff besteht nun mal fast 80% aus Zulieferungen und da haben wir schon ein Wörtchen mitzureden, auch wir Bayern hier, eben beim Schiffbau. Ja, ein parlamentarischer Staatssekretär oder Staatssekretärin, das sagt schon der Name, ist die Verbindung zwischen dem Ministerium und dem Parlament. Er ist neben seiner Staatssekretärstätigkeit, also als Regierungsmitglied, auch zugleich gewählter Abgeordneter. Das unterscheidet einen parlamentarischen Staatssekretär von einem Staatssekretär, ja, wenn man Parlament nicht im Wort stehen hat. Und ansonsten ist die Aufgabe, wie gesagt, man vertritt das Wirtschaftsministerium, man steht Rede und Antwort dem Parlament, im Wirtschaftsausschuss, in den Arbeitsgruppen, in den Arbeitskreisen, ist in den Regierungsbefragungen, also nach dem Kabinett, im Plenum, wo auch wieder hier Rede und Antwort gestanden wird, ebenso wie in der Fragestunde. Ansonsten darf man es so sehen, dass man der Vertreter des Ministers ist, also viele Veranstaltungen für den Minister auch ausübt, im Ausland auch das Ministerium vertritt, Wirtschaftsdelegationen leitet, zu helfen, deutsche Produkte zu verkaufen, auch im Ausland. Dazu gehören viele, viele andere Dinge, wo man versucht, Koordinator zu sein, Hilfe angehen zu lassen bei mittelständischen Unternehmen oder anderen Familienunternehmen. Also viele, viele Aufgaben. Ich bin ja spät in die Politik gegangen. Ich habe jetzt nicht den normalen Werdegang gemacht, wie Schülerunion, Junge Union und dann in die CSU, als ich älter war, sondern als ich gefragt worden bin, ob ich für den Stadtrat kandidieren möchte, war ich schon Anwältin gewesen, habe gerade mein Anwaltsbüro auch mit eingerichtet gehabt, habe die ersten Mandanten auch gehabt und eines Tages das Telefon gestellt. Und ein Anwaltskollege fragt mich, sag mal, willst du nicht für den Stadtrat kandidieren? Also ich für den Stadtrat, ich kann für den Stadtrat kandidieren, bin ja noch nicht mal in der CSU, das war das damals und habe das eigentlich auch wieder vergessen gehabt. Und wirklich, ein paar Tage später wieder ein Telefonat, wir suchen doch Seiteneinsteiger mit Erfahrung und aus der Wirtschaft und allem. Ich hatte damals auch noch ein kleines Unternehmen nebenbei und dann ist es wirklich ernst gemeint? Ja, es ist ernst gemeint. Also ging nach Hause zu meinem Mann, habe ihm das erzählt und ich war ganz überrascht. Er war sofort begeistert, hat gesagt, wir sind Familienunternehmen, wir sind in Nürnberg. Wir haben auch Verantwortung und man soll nicht nur meckern und motzen, sondern man muss auch selbst etwas tun. Ja, so kam ich in die Politik, war 4 Jahre im Nürnberger Stadtrat gewesen, um dann für den Nürnberger Osten und Norden dann in den Bundestag zu kommen nach Bonn. Damals auch Bonn, heute Berlin. Ja, mein Mann sagt zwar heute, das Einverständnis war eigentlich nur gedacht für den Stadtrat in Nürnberg und nicht, dass ich dann gleich so weit weggehe, aber heute sagt er auch nichts. Ja, an allererster Stelle natürlich die Tierliebe. Ohne Tierliebe geht so ein Amt nicht. Ich habe dieses Amt schon seit vielen, vielen Jahren inne, also länger als ich in der Politik bin. Und ich sage heute immer, wenn ich irgendwann mal nicht mehr in der Politik sein sollte, Tierschutz werde ich immer
verbunden bleiben und sein. Und ich werde dieses Amt wahrscheinlich viel, viel länger auch ausüben. Ja, am Anfang fängt man klein an. Man fängt an mit Besuchen im Tierheim. Und dann wird es irgendwann immer mehr. Und der Aufgabenkatalog, kannst du das nochmal machen? Kannst du das und kannst du hier uns unterstützen? Ja, und so ist heute ist daraus geworden, dass ich Tierschutzpräsidentin bin, viele, viele Jahre schon jetzt und natürlich auch versuche, die Interessen des Tierschutzes nicht nur in meinem Tierheim zu vertreten, natürlich auch in Brüssel, wo ich mich sehr stark für die Bereiche der Tiere einsetze. Ja, das Engagement hier, Kindern zu helfen, vor allem in Afrika und in Asien, ist schon sehr, sehr lange. Ich habe das hauptsächlich mitgemacht über Kirchenstiftungen und vieles andere mehr. Ich bin ja seit Ende der 80er Jahre schon Kuratoriumsmitglied der Bayerischen AIDS-Stiftung, auch hier sehr stark engagiert gewesen. Ja, und als dann das Unglück passiert ist in unserer Familie, dass mein Sohn tödlich verunglückt ist, haben wir die Stiftung gegründet, die auch seinen Namen trägt. Es ist eine kleine Stiftung, ist nicht groß. Und wir helfen hier sehr stark in Afrika. Ich habe in Afrika auch ein Heim mit 600 Kindern, wo die Hälfte davon HIV infiziert sind, wo ich sehr stark mit engagiere, dass die Kinder eine Ausbildung bekommen. Das ist nämlich auch das Wichtigste, dass sie eine Ausbildung haben, um auch später selbstständig ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Ich habe ein kleineres Projekt auch mit sudanesischen Kindersoldaten, sehr stark engagiert auch in Asien, wo ich eine Schule jetzt beendet habe mit aufzubauen für Mädchen, also keine Nähmaschinen hier hinschicken, sondern wirklich, wo sie auch Physik, Chemie und alles hier lernen. Aber wie gesagt, ist eine kleine Stiftung und sie macht mir unwahrscheinlich viel Freude. Und ich habe vor kurzem mal jemand gefragt, was ist Glück? Und ich sage, Glück ist, wenn sie dort ankommen, wenn ich dann in Afrika bin, wenn ich in Kenia bin und die Kinder sehen mich und die laufen auf mich zu und die freuen sich so riesig und die Freude strahlt so richtig aus ihren Augen raus, dann weiß man auch, warum man so ist.